miteinander heute am Marktplatz in Florian. Und wir dürfen heute als Union Tetti St. Florian die dritte Kerze anzünden. Was haben wir einst unterm Christbaum erblickt? Die Sachen, die Mutter uns heimlich gestrickt. Die Socken, den Schal und die wollenen Hauben. Da mussten wir doch an das Christkind glauben. Die herrlichen Nüsse mit goldenem Schimmer, die brachte zur Weihnacht das Christkind uns immer. Die Äpfel in vielen verschiedenen Arten, die sahen aus, so aus wie die unseren im Garten. Als gläubige Kinder, da dachten wir eben, es müsste im Himmel auch Obstgärten geben. Die Oma sitzt heute im Lehnstuhl und schaut, wie man teure Geschenke zu Türmen aufbaut. Raketen und Panzer, die Gaben heute sind, elektronisch gesteuert, wird sowas bedient. Elektronische Lichter, die leuchten viel mehr. Und Kerzen anzünden, das gibt es nicht mehr. Heute geht's uns doch gut. Da gibt's keine Klage. Doch Oma im Lehnstuhl stellt zweifelnd die Frage, ob wir als Kinder nicht vor vielen Jahren mit Äpfeln und Nüssen zufriedener waren.